gehört irgendwie zum Schlauch dazu. Gut. Also es ist das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Alter, wie kann ein Zug nur so lang sein? Also von mir gibt's einen Daumen runter. Oh, endlich ein vernünftiger Weg. Tschüss Bundesstraße, ich werde dich nicht vermissen. Mach's gut. Der zieht sich jetzt den ganzen Rhein rein. Oh, so herrlich jetzt. Das ist wieder so schön. Einen wunderschönen guten Morgen aus Fachbach, glaube ich, heißt dieser wunderschöne Ort. An der Lahr, morgen. Wir verlassen jetzt den Campingplatz. Oh, es hat heute Nacht mal noch ein bisschen gewittert, heute Morgen ein bisschen geregnet. Und es ist heute kühl, das ist richtig schön. Und ich stand gerade, als ich vom Campingplatz kam, vor der großen, alles entscheidenden Frage. Fahre ich links die Lahr weiter runter oder fahre ich rechts den Rhein weiter runter? Jetzt haben aber alle gesagt, ey, ich verstehe, dass du jetzt auf Rhein gerade nicht so Lust hast, weil da ist immer eine Bahnlinie und da ist ganz schön viel los und so weiter. Aber das Stück, was jetzt kommt vom Rhein, das ist so das Schönste, was es überhaupt gibt. Ja, das klingt schon überzeugend. Eigentlich wollte ich in die Richtung. Aber dann fahren wir jetzt ein kleines Stück wieder zurück und dann gehen wir links ab und folgen dem Rhein. Ich komme gerade zurück vom Einkaufen und habe gerade festgestellt, warum das hier so kacke fährt. Der Reifen ist platt. Aber gut, wenn das vor dem Baumarkt passiert oder Supermarkt, da kann ich auf jeden Fall das flicken. Und der Hund muss auch manchmal gestreichelt werden, ne? Weil nur ein gestreichelter Hund ist ein guter Hund. Da haben wir ja jetzt Übung drin. Ne? Da hat irgendwie so ein Mann zum Schlauch dazu. Gut. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Fremdkörper drin an der Stelle. Da ist er, der Kleine. Jupp, da pustet es raus. Dann kommt da jetzt ein Aufkleber drauf und dann ist wieder gut. Hallo rein. Da bin ich wieder. Eigentlich wollte ich dich mit der Lahr betrügen, aber jetzt ist es doch ein bisschen anders gekommen. Also alle, die ich gefragt habe, haben einstimmig gesagt, dieses Stück Rhein ist richtig schön. Wir fahren zum UNESCO-Welterbe Mittelhochrhein oder irgendwie sowas. Ich habe es eben noch mal gelesen. Oder Hoher Mittelrhein. Auf jeden Fall UNESCO-Weltkulturerbe. Ist, glaube ich, schon mal eine Ansage, dass das ganz hübsch werden könnte. Also es ist das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Nicht mittleres Ober-Super-Dings, Oberes Mittelrheintal. Ich möchte aber jetzt nicht den ganzen Tag an dieser Bundesstraße rumfahren, bitte. Weil dann, naja, das macht die schöne Umgebung halt wieder unschön für mich. Ja, ist schon schön hier. Schön windig. Richtig guter Radweg. Gar nicht. Also, ich glaube, ich höre nicht mehr auf andere Leute, wenn sie mir sagen, wo es schön ist und wo nicht. Die Lahn hat mir gestern schon echt gut gefallen. Das hier nervt gerade. Und der Wind ist auch wirklich... Wie kann denn der Wind... Fahre ich nicht Richtung Süden eigentlich? Wie kann denn der Wind aus... Ne, ich fahre Richtung Westen gerade, ne? Na gut, da kommt der Wind schon manchmal her. Oh, ich kriege wieder einen Radweg. Ich höre auf zu meckern, ich höre auf zu meckern. Okay. Oder ich fahre auf der Straße, oder? Geht das nicht auch? Oder muss ich jetzt echt durch den ganzen Ort schieben? Zur Verteidigung der Straße muss man sagen, es ist schon wirklich relativ wenig Verkehr. A few moments later.
One eternity later. Alter, wie kann ein Zug nur so lang sein? Ja, vielleicht noch ein Flugzeug oder sowas? Oder ein Helikopter, der mich verfolgt? Wäre ich mal die Lage fahren, das wäre meins gewesen. Nee. Echt, da kann das hier noch so schön aussehen. Das macht mir keinen Spaß. Da kommt der nächste 40-Tonner. Es ist halt wirklich der pure Stress, so lautstärkenmäßig. Da kann man hier nicht irgendwie entspannt die Landschaft genießen. Also, von mir gibt es einen Daumen runter. Erstmal. Ich glaube, der bleibt da unten heute. Jetzt geht's wieder, aber ey, wenn da hier die ganze Kolonne einmal durch dich durchfährt, also schön ist was anderes, ne? Ja, und ich glaube, da vorne, da ist doch ein Café, da werde ich mich jetzt mal hinsetzen, ein Stündchen. Akku vollladen, meinen eigenen Akku vollladen mit Kaffee und Kalorien. Ja, die paar Kilometer haben schon ganz schön Kräfte gezehrt heute. So, hinter uns gab es gerade Kaffee und Schwarzwälder Kirschtorte. Lecker. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Energie. Und ich habe gesehen, dass der gute Radweg in Anführungszeichen auf der anderen Rheinseite weitergeht. Tschüss, andere Rheinseite, bis später. Hallo, neue Rheinseite. Mögest du besser ausgebaut sein, bitte. Das ist gar nicht anstrengend. Das ist ganz einfach. Überhaupt kein Problem. Also nach den ersten wenigen Kilometern kann ich schon mal sagen, das Grundsetting ist das gleiche. Eisenbahn, Bundesstraße, Radweg, Rhein. Die Reihenfolge ist andersrum. Tatsächlich ist aber zumindest die Radwegqualität gut. Das hier ist halt tatsächlich der Europa-Fernradweg oder wie auch immer die Dinger heißen. Und hier begegnen einem manchmal auch Radfahrer und das ist immer ein gutes Zeichen, dass man nicht auf dem falschen Weg ist. Macht das Ganze ein bisschen erträglicher, dass man zumindest vernünftige Wege hat. Ah doch, hier ein kleines bisschen andere Seite, ein bisschen Kaffee und Kirschtorte. Das hat schon die Stimmung gehoben. Ist schon okay. Ist okay. Wir sind wieder im positiven Bereich, falls wir je im negativen waren. Folge ist jetzt Bundesstraße, Radweg, Gleise, da unten ist noch ein Weg und rein. Komme ich da unten auf den Weg? Ist das nicht ein schöner Weg? Das ist doch mein Weg, oder? Wie komme ich dahin? Das hier ist bestimmt der bessere Weg. Bin mir ganz sicher. Oh, endlich ein vernünftiger Weg. Tschüss Bundesstraße, ich werde dich nicht vermissen. Mach's gut. So, neue Reihenfolge. Bundesstraße, Radweg, Gleis, Radweg, Rhein. Damit können wir vorübergehend leben. Mehr will ich doch gar nicht. Nur so ein bisschen Abstand zu der ollen Straße. Und das hier ab und zu. Komm, Barney, wir machen hier Pause. Exakte Mento hier. So, du kannst hier das ganze Rheinwasser trinken. Pass aber auf, dass du nicht reinfällst beim Rheingehen. Komm. Komm, geh da rein. Der zieht sich jetzt den ganzen Rhein rein. Wie ich soll damit aufhören? Wie, das will keiner hören? Woher willst du das denn wissen? Du hast gar keine Ahnung, was Kunst ist. Wortwitzkunst, das mögen die Leute. Natürlich, jeder liebt es. Jeder liebt es. Jeder liebt Pause. Pause. So ist doch mal schön. Ah, schön. Pause hier. Schlafplatz hier? Nee, Bahnlinie da. Sonst wäre das vielleicht sogar ein schöner Schlafplatz. Aber mit dem Krach nicht nochmal. Nee. Eine gute Pause. Die Sonne kommt raus. Und ich habe jetzt gerade noch eine Frau getroffen.
Die hat mir gesagt, dass dieser Radweg, so wie er jetzt hier ist, manchmal auf Schotter, aber praktisch genau bis Mainz geht. Das heißt, wir haben jetzt den Engpass, den stressigen Weg mit Bundesstraße direkt neben mir, einfach mal überstanden, und die nächsten Stunden des Tages werden cool. Außerdem hat sie mir von Bauer Schorsch erzählt, und da kann man wohl gut essen und campen. Das ist wohl unser Ziel. Ja, da geht's jetzt hin. Ich glaube, das ist nicht mehr weit. Das sind noch 20 Kilometer. Und vor allem 20 Kilometer auf akzeptablen bis sehr schöner Strecke. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch... Oh, das macht ja diese ganze Bundesstraßenfahrerei von heute fast wieder wett. Oh, so herrlich jetzt. Das ist wieder so schön. Das ist genau das, was ich mag. Da ist zwar immer noch das Bahngleis, da fährt aber echt kaum ein Zug. Oh, richtig schön. Weg von der Straße. Einfach nur weg von der Straße. Campingplatz ist fast erreicht. Ist auf jeden Fall ein bisschen außerhalb, aber ein bisschen Stadt ist hier doch, eine Tankstelle. Da kriege ich zur Not noch mal ein Bier nachher. Bauer Schorsch, alles klar. Haben wir Bauer Schorsch gefunden. Schauen wir mal, wie dieser Geheimtipp war, ob er geheim war, ob er gut war oder ob wir vielleicht abgewiesen werden, weil schon Feierabend voll oder was auch immer. Da ist auf jeden Fall noch offen, das könnte also gut werden. Oh, das sieht auch schon mal nett aus, hier kann man essen. Nicey. Nicey, nicey, nicey. Oh. So, dann checken wir mal eben ein. Du bleibst kurz hier bitte. Wir haben bei Bauer Horsch. Hallo. Du musst in die Kamera gucken. In die Kamera? Hier? Okay, ich gehe. Ich gehe einfach weg. Ich gehe einfach weg. Also wir haben bei Bauer Horsch einen Platz bekommen. Zwar hier auf der Zeltwiese. Ja, ich habe jetzt auch einfach erstmal für 2 Tage bezahlt, weil mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen aus der Raserei. Und das machte hier jetzt erstmal so den Eindruck, als würde ich es hier auch 2 Tage aushalten. Der Hund macht auch den Eindruck, als würde das irgendwie hinkriegen. Ich weiß es nicht. Er hat es schwer. Also wirklich, gerade wenn man jetzt hier diesen weißen Fleck noch streichelt, dann hat das richtig schwer, ne? Oh nein, der arme Hund. Barney, jetzt habe ich schon für 2 Tage bezahlt. Da wirst du jetzt durch müssen, ne? Du wirst jetzt einfach durch müssen. Ja, es gibt das Willkommensbier. Und dann bauen wir uns jetzt hier gleich auf. Ihr denkt bitte an die 3 Dinge. Was war das nochmal? Genau, den Like-Button, den findet ihr, glaube ich, unten links unter dem Video. Abonnieren unten rechts unter dem Video. Und wo die Glocke ist, müsst ihr selber rausfinden. Benutzt sie. Lobpreiset sie, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.